So, und da bin ich wieder. Was muss man jetzt tun? Achso, das Area-Tor soll mal durch. Okay. Dann gehen wir doch mal da durch. Achso, Kriegsmaschinen platt machen. Ich habe die Bastion gesichert, aber der letzte Kampf wartet noch immer auf dem Schlachtfeld auf mich. Dort, wo Asmodans Kriegsmaschinen sich nähern. Nicht etwa die Dämonen nähern sich, nein, die Kriegsmaschinen. Glaubst du, er ist so gut, wie die Leute behaupten? Andernfalls hätte er es wohl nicht so weit gebracht. Wer? Wir jetzt? Wir werden Asmodan bald besiegen. Und dann werden die Höllenfürsten nur noch eine ferne Erinnerung sein. Ja, wollen wir es hoffen. Den Göttern sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Aha, wir gehen trotzdem erstmal in die Kaserne rein. Die Qualstachler mögen zwar wie Riesenskorpione aussehen, sind jedoch in Wirklichkeit Menschenopfer, die von Dämonen zurechtgeformt wurden, um ihnen diese unverwechselbare Gestalt zu verleihen. Dazu schneiden sie ihnen die Brust auf und verstümmeln auf brutale Art und Weise ihre Beine. Diese vor Schmerzen in den Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beute mit einem einzigen Stich vergiften. Ja, das ist ja nicht so praktisch. Hört sich schmerzhaft an. Ich habe nicht genug Hass. Dann besorg dir welchen. Ups. So, die haben es hinter sich, die haben keinerlei Sorgen mehr, die Dämonen. Seht ihr den Feind da drüben? Komm, befreien wir das Land von ihm. Hui, das war's schon. Das ist ja fast lächerlich. Oder sind wir einfach nur gut? Ein toter Gardist. Oh, die haben ganz gut Geld dabei. Also über die Bezahlung können die garantiert nicht meckern. So, einmal höflich anklopfen. Ja, wie Zucker.
So, durch die Wände durch. Auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir auch was mal hinkriegen. Das mit Pfeilen auch noch. Beziehungsweise Bolzen. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Die Wirkung war dieselbe. So, Fässchen. Uns hier nicht so rum. Das ist ja ekelhaft. So, hier liegt was rum, da liegt noch einer. Der macht garantiert gerade Pause, also beklauen wir ihn mal eben. Wir leihen uns die Sachen aus. Eine Truhe. Eine Truhe mit Geld. Das nehmen wir uns auch gerne an. Bevor es sich die Dämonen krallen, nehmen wir uns auch lieber das Gold. So, noch ein gesockelter Speer. Ach, ein Fürst der Verdammnis. So, Hämmer. Huch, jetzt habe ich noch einen Stab eingesackt. Egal. So, Kaserne, Ebene 2. Mein Freund patrouillierte in diesen Tiefen, bevor die Mauern durchbrochen worden sind. Er ist noch immer am Leben. Hier unten. Ich weiß es. Bitte helft mir! Wir werden nach ihm Ausschau halten. Oh, da kommt sogar mit. Achso, Ereignis Blutbande, achso. Ja. Rache ist süß. Das kann man so sehen, ja. Das kann man so stehen lassen. Panda, ausgeweidete. Müsste er denn nicht etwas toter aussehen, wenn er ausgeweidet ist? Oh, ein drittes Auge. Was für ein Mönch. Ein höchst aufregender Kampf. Man hört ja die Begeisterung. Oh. Ah, die sind weggeflogen. Das hat mich irgendwie an Dead Island jetzt erinnert. Wenn man mit einem Zauberstab Gegner tötet. Da fliegen auch mal eben sämtliche Körperteile weg und die fliegen dann auch erstmal durch die Gegend. Moment, diesen. Ach so. Ah.
Komm, sterbt einfach mal. Finsternis erwartet euch. Sowieso, aber erst nach dem Essen. So, Armbänder, Knochenstab. So, Heiltrank, Heilkugel, Geld. So, gucken wir erstmal nach. So, wir haben hier unten einen Kraftstein, genau. Tja, was für ein Mönch. Zeug, das wir nicht brauchen. Meine Schwestern hätten sich uns hier anschließen sollen. Sie haben jahrelang trainiert, nur um in den Schatten zu sterben. Genau wie die Soldaten der Bastion. Ihr habt recht. Dennoch, ich wünschte, es wäre anders. Na bitte. Hast du noch einen besseren Stab? Da ist er! Wo? Knackbiss. Auch geht schlechter Name. Das sieht aber trotzdem ziemlich tot aus. Ach nee, der bewegt sich noch, Tatsache. Er lebt! Gelobt sei Akkarat! Ich hab's gewusst, dass du mich hier rausholen würdest. Ich danke euch, Fremde. Seine Familie würde es mir niemals verzeihen, wenn ich ohne ihn nach Hause käme. Aha. Haben wir jetzt dafür irgendwas Spezielles gekriegt? Nein. War ja klar. Na gut, wir haben eine große Glitzertruhe gehabt. Das muss reichen. Nun gut, dann machen wir uns mal in die Arbeit, die Katapulte bzw. Ballisten platt zu machen. Ein Riesenhammer. So sah auch aus. Noch ein toter Radist und eine Dämonenleiche. Auch wenn ich jeden Winkel der großen Bibliothek von Chaldeum durchsucht habe, kann ich keine Hinweise auf das wahre Schicksal der Khazra des Blutclans finden. Einige zerfallene Schriftstücke deuteten an, dass sie einen Pakt geschlossen hätten, den legendären geringen Übeln zu dienen. Aber solche Vermutungen sind wohl kaum als echte Wissenschaft zu betrachten, nicht wahr? Vor langer Zeit waren die Vorboten der Pestilenz niedere Dämonen, die sich gegen Asmodan auflehnten. Der Herr der Sünde bezwang sie zwar mit Leichtigkeit, aber anstatt sie zu töten, gab er jedem von ihnen einen langen, mit Gift durchtränkten Arm, der alles und jeden töten konnte, außer Asmodan selbst. Seitdem sind die Vorboten zu einer solchen befallenen Landplage geworden. Ach, die sind nur eine Landplage. Dann... Autsch, das hat mich wieder wohl. Ich hasse die Viecher. Besonders wenn man sie zu spät sieht. Er sieht. Hasstreiber, der Gorgone. Seht ihr den Feind da drüben? Kommt, befreien wir das Land von ihm. Der ist aber jetzt schon tot. Nur bevor du den Satz zu Ende gesagt hattest. Was? Der hat nicht mal was drin, Sauerei. Hat nicht mal Sold gekriegt, der arme Kerl. So, hier ist jetzt nichts mehr. Gut, dann können wir hier in die Mitte rüber. Mal gucken, was uns erwartet. Ich weiß nicht, ob ich schon in der Feldkaserne war. Überhaupt irgendwann mal meine Spielzeit in Diablo 3.
Werden wir ja sehen. Beziehungsweise ich werde sehen.